Okay, du schaust jetzt noch nicht so gut aus. Bin ehrlich. Du kriegst es schon hin, aber ich hab vollstes Vertrauen. Nachdem wir dir jetzt erklärt haben, was ein Flug ist und was nicht. Und dass du den Flug am Boden bewegen musst, weil er quasi zwei Seiten hat. Ja. Ja, das habe ich jetzt schon herausgekriegt. Oha, das ist ja lustig. Bei dem Rottner DLC hast du bei den Fahrzeugen einen zweiten Kameramodus beim Umschalten. Und zwar einmal, dass du die Ladefläche hinten siehst. Oh, cool. Hast du bisher bei keinem anderen von diesen komischen Ladern, wenn ich mich richtig erinnere. Allerdings ist 21 km/h Höchstgeschwindigkeit halt auch mal brutal langsam, wenn du erstmal irgendwo hinfahren musst. Sei denn, du legst den Scheiß auf dem LKW, ne? Ja. Ach ja, Nobby, um dass du ein bisschen gebildet wirst. Was das andere war, was du Druck gehabt hast, das war ein sogenannter Striegel. Der zieht das Unkraut aus dem Feld raus. Ach so. Ja, war jetzt auch nicht verkehrt bei dem Feld, glaube ich. Geht aber nur in Wachstumsstufe 1. Ach so. Weil wir haben gesagt, wir machen das ein bisschen ökologischer, wir haben Balken mehr, wir haben Striegel. Ah, biologisch, einwandfrei, sehr gut. Habt ihr denn dann auch ein Novatrack-Sägerät, wenn ihr ganz ökologisch arbeiten wollt? Wir haben nur das ganze Mali Horsch. Es gibt ein Sägerät, das ist von einer deutschen Firma in der Realität entwickelt worden, das, ich weiß gar nicht, was da der Ding war. Auf jeden Fall war das total die Werbeaktion hier drauf. Da gibt es sogar, wenn du dieses Gerät installierst, ein Werbeschild dafür, wo dir erklärt wird, warum dieses Gerät umweltfreundlicher ist als alle anderen. Marv, was ich wirklich empfehlen kann, was wirklich Spaß macht, ist mit dem Fendt-Geräteträger und die Balkenmäher. Das ist richtig lustig. Die sind jetzt, glaube ich, im letzten Update für den Fendt-Geräteträger machen rausgekommen. Aber Lukas, mir ist noch was eingefallen, was wir mit unserem Eicher machen können. Das habe ich gestern schon gemacht, weil ich gestern mit dem Tobi schon für den Stream hergekriegt habe, den Server. Eier zum Wegfahren, quasi. Die Eierkartons vorne auf der Ladefläche wegfahren. Ich wollte gerade fragen, was ihr mit so einem alten Eicher noch habt. Das ist einfach nur noch Showmodell, oder? Ja, klar. Ein Leben ohne Eiche ist möglich. Deshalb haben wir einen Elektro-Regi-Track. 60 PS. Den habe ich auch. Und 60 PS, mit denen kannst du nicht so viel anfangen, außer mal, weiß ich. Keine Ahnung was. Irgendwie, ich habe den mal genommen für. Ich ziehe einen Anhänger irgendwo hin zu den Hühnern und. Oder ich fahre an den Anhänger ran, der bei den Hühnern steht, mit dem ich immer das Futter auf die Hühnerfelder gekippt habe. Ja, was ist das? Das war auch alles. Ablos füttern damit. Was auch noch funktioniert, also mit dem Eicher jetzt, ist, wir können das Wasserfass für die Kühe zum. Dass die zum Trinken haben. Kannst du auch nicht nur mitziehen. Naja, aber Marv, weil du schon ganz richtig gesagt hast, es ist halt Elektro-Bulldog und kein Eiche nicht. Genau. Das ist halt einfach das Problem. Also. Ja, stimmt. Viel cooler. Als so ein alter Eier. Nee. Leider nicht. Was ja auch richtig lustig ist im LS19, den Lanz, wo es gibt. Es gibt in zwei Versionen. Und da, wenn du starten willst, brauchst du etwas Zeit. Ja, machen wir den Eis eine Viertelstunde vorglühen. Ja, ein paar Minuten blüht der wirklich vor das Herz dann ab, bevor er dann startet. Und auch das, wenn du den geil ausmachst, der läuft erst richtig in Ordnung. Das ist geil. Mein Onkel, der sammelt ja alte Bulldog, und meine Cousine hat dann als Hochzeitsauto quasi so einen alten, ich glaube es war ein alter Lanz gehabt, den er erst dann einmal mit der Lüdlampe umlassen ist. Das war ziemlich nice. Mein Onkel hat auch einen Glühkopf-Lanz, mit dem haben wir als Kinder immer gefahren. Der fährt jetzt auch noch die ganze Zeit damit, das ist wirklich cool, das Ding. Und der steht wirklich mindestens eine halbe Stunde mit der, gibt so spezielle Lötlampen dafür. Da hast du so ein Benzin rein tust, dann musst du erst einmal ein bisschen Druck mit so einer Pumpe erzeugen. Und dann kannst du Benzin langsam entweichen da und anzünden und unter den Glühkopf einstellen. Ja. Und wenn es oben dann
anfängt weiß aus dem Auspuff raus zum Raucher, dann kannst du mal probieren, ob du es mit dem Schwungrad umlassen kannst. Ja, mein Opa ist, wo er jung war, ist er als Knecht an Land gefahren. Auf einem großen Hof. Das ist auch cool. Aber uns und die chronisierte Getriebe, da musst du halt am Anfang vom Berg schon wissen, mit welchem Gang das drauf ist. Es gab vor, ja, das ist, wie lange ist es her? Ich glaube knapp 20 Jahren, gab es bei uns in der Gegend einen, der damals probiert hat, mit dem Lanz einen Rekord aufzusteuern. Der wollte irgendwie 20 beladene Wagen oder 20 leere Wagen wollte ziehen. Und da ging es ein bisschen am Bergen auf. Und dann war ich mit meinem Opa da dort und wie der hingefahren ist, sagt mein Opa, der wirft ihn jetzt gleich um. Sag ich, hä, bist blöd, wieso Umwerfer? Sagt er, wart ab. Bis ich dann kapiert habe, was der mit Umwerfer meint. Weil der hat sich dann verschalten beim Hinfahren und dann springt er um in die andere Richtung. Ah, ja, ja, ja. Da fährt sich dann mal rückwärts eigentlich. Ja, das kenne ich auch, da hast auf den. Ja gut, es gibt da kein Armaturenbrett, aber es gibt da so eine kleine Anzeige, das ist weißt, so eine kleine Uhr und dann muss ich im Uhrzeigersinn drehen, weil wenn sie der Gegenuhrzeigersinn dreht, dann genau. Fährst du mit den Vorwärtsgänge rückwärts und mit den Rückwärtsgänge vorwärts. Das gleiche ja, Technik. Die kannst du quasi, den lässt du ja quasi mit der Kurbel, weil du lässt du den um im Schwungrad und wenn du den in die falsche Richtung umdrehst, dann läuft der komplette Bullock-Verkehr drum quasi. Ja, wobei du kannst aber in der Startphase einer niedrigen Drehzahl, da kannst du mit dem Handgas kannst du umwerfen, also umsteuern. Ja, aber ich glaube, das musst du wirklich können. Also. Ja. Ja. Lukas, was fährst denn du eigentlich gerade mit dem Geräteträger umeinander? Ich hol einen Gülleschlauch, haben wir so einen überhaupt schon? Nein. Ja. Bin ich gerade abholen. Du hast den Geräteträger genommen, weil der Eich jetzt langsam ist. Ja. Ich bin schon am Eichel drum. Das ist aber nicht konsequent, jetzt von dir. Aber Geräteträger ist auch super. Kai ist weg, hier sind versorgt. Ja, es ist wieder halbe verdient. Stimmt, wo du sagst. Das ist eigentlich, dass es noch kein Biermod gibt, gell? Ja. Wenn man sich doch einmal die Kolmer Agrar Spezial Editions overlohnt, da haben sie angeblich in jeden Bullock und sowas ein Bier reingemottet. Und auf dem Häckslermann ist da schon gar ein ganzer Kasten drum. Solange es kein Ettinger nicht ist, ist alles in Ordnung. Nein, es war ja völlig auch ein Schlosspilz. Von denen da hinten quasi vor Regen. Ja. Landkreis Regen. Das ist da eine Hausmarke. Also wenn einer von Ihnen will, das... Was hast du da unten noch gesagt? Was ist das? Dinkel, oder? Ja, ja. Dinkel ist das, ja. Dinkelfeld, das war zum Hodreschen. Ja, dann schnapp ich mir einen Drescher jetzt gleich mal. Ich da gerade noch Flüge. Ja, Lamborghini Bulldog war noch was gewesen, aber der hat einen Lukas. Nein, der gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Ja, das hat ähnlichen Kultstatus wie der Lanz. Ja, wenn was, aber das hab ich nicht gefunden. Oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich nicht genau geschaut gehabt, der alte Porsche. Das Problem ist, der Porsche-Mod, den kannst du vergessen, der taugt nichts. Den, wo es gibt. Ja. Schade. Ich habe ihn schon runtergeladen, also wirklich beschissen. Da lädt es leicht einen alten Deizer und einen alten Eicher runter. Aber ich habe gesehen, du hast wieder einen. Ich habe auf Instagram gesehen, du hast wieder einen Film geschaut. Ja, genau. Du hast gerade, warte mal, überlegt. Ja, genau, ja. Mhm. ja, ich weiß nicht, ich schaue so viele Filme. Oh, Hilfe! Okay, was? Memento habe ich mal geschaut. Für alle die wohl den kennen. Also der soll, ist mir von meinem Bruder empfohlen worden, der soll eigentlich richtig gut sein. Also der ist wahrscheinlich auch richtig gut. Bloß mein Geschmack hat jetzt nicht wirklich drauf, bin ich ehrlich. Vom Mitdenker her und von den Zeitsprünge ist der noch heftiger wie Inception. also
vom Mitdenker her, meine ich. Also wer bei Inception schon Probleme gehabt hat, mitzukommen, da ist Memento nochmal ein Stückchen härter. aber ich muss sagen, ich hab ihn nicht ganz toll gefunden. Ich habe ihn ein bisschen langweilig gefunden, weil ich weiß nicht. Die Schlusspointe oder der Breaking Point oder keine Ahnung, wenn man dazu sagt, der ist ziemlich nice, ja, aber ich habe einen allgemeinen Aufbau bis zu den letzten 10 Minuten, also die letzten 10 Minuten, die waren schon ziemlich nice, aber ich habe es ein bisschen langweilig gefunden. Dann haben wir ein Nobby's High Film Review für die Woche. Den habe ich tatsächlich gesehen, den Moment, ich fand den nicht schlecht, aber. Jetzt. Ja, also ich meine, Logik her und sowas und vom Filmaufbau, weil der immer wieder eins zurückspringt quasi, der wo total asynchron im Prinzip läuft, man schaut quasi die Handlung von hinten her, also rückwärts gesehen, ist interessant, Ich habe zur Filmreview eine Frage, wenn du das schon verwirrend fandst, hast du schon mal Butterfly-Effekt geguckt? Nö. Zum Butterfly-Effekt? Ja, dann solltest du den mal schauen. Okay, mecker mal. Schauen bis nächste Woche, Nobby, und dann nächste Woche Montag gibt's dann wieder Filmreview mit Nobby. Ja. Ich habe ja zwei Filme geschaut, glaube ich. Das war noch ein anderer, dieser deutsche Film, Verschnitten heißt der. Ziemlich neu, der ist von 2020, glaube ich sogar. Mit Moritz bleibt treu und es ist so Thriller-Krimi im Prinzip. Ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, ich hätte mich beinahe eignet bei dem. Also, weil er so witzig war? Nein, weil er so spannend war. Ja, also nochmal, um das abzuschließen mit dem Film-Review, Verschnitten habe ich absolut danach meine Wohnungstür zusperren müssen, weil ich Schiss gehabt habe. Also, Aber ich bin ein richtiger Schisser, wenn es um so Filme oder sowas geht. Ich kann mir so Thriller oder sowas echt nicht anschauen. Ich bin da totaler Schisser, ich kann mir sowas auch nicht anschauen. Also, ich mag auch keine Horrorfilme. Also, den letzten Film, den ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, der war 7, hat der geheißen. Ja, den habe ich auch. Ich finde den. Was, bei 7 hast du Schiss gehabt dann? Okay, ich muss sagen, bei 7 habe ich auch Wohnungstier so gespielt danach, aber. Ich habe gesagt, ich habe meine Freundin gefragt, ob sie jetzt einen Film anschauen macht. Dann hat sie gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, gut, dann schauen wir jetzt an 7 Musik und schlafen, aber ich schaue den nicht ohne sie an. Ich brauche irgendwen, der war da oder dort liegt, weil dann habe ich komischerweise wirklich null Schiss, gar nicht. Egal was, wenn er bloß bei mir schläft oder so, ist es scheißegal, aber hauptsächlich bin ich nicht allein. Dann habe ich den angeschaut, der ist echt wirklich nicht schlecht, also ich habe den echt gut gefunden, den Film. Ja, der ist auch richtig gut, also ich finde diese, der Morgan Freeman und der Brad Pitt, die harmonieren so geil miteinander. Ja. Und diese Story. Ja, der ist halt. Und dann diese Schlussszene, Alter, wo du so denkst, what the fuck, Alter, wie krank. Ja, aber endlich, ja, das war echt richtig krank und sowas, aber ich habe das mal wieder so entspannend gefunden, weil egal, was du für einen modernen Film anschaust, vor allem wenn du in das kack Marvel-Universum ja, gehst, so. Jeder Film hat ein Happy End oder sowas und endlich mal ein Film ohne Happy End. Ja. Mit einem echt geilen Ende. Das Ende ist echt krass. Also absolute Empfehlung, Chat. Wer 7 noch nicht gesehen hat, ist eine Empfehlung. Ist auf jeden Fall. Ja, also 7 habe ich mir auch angeschaut. Der ist ziemlich. Tobi, kannst du mal anhalten, immer aufs Klo? Danke. Jetzt habe ich das 1500er Gewicht für einen MB-Truck gekauft. Da hängt er jetzt schon gescheit vorne drin. Ich glaube, da kann es dann auch was werden mit dem Düngerstrah und mit dem Striegel. Ich hab nur ein anderes 600er Gewicht verkauft, aus Versehen das falsche. Wenn wir halt jetzt mal schauen, welches weg ist.
Aber 600er Gewicht, ja. Seine ja, meins war ich noch dran. Meins war es nicht, weil ich habe noch dran. Dann war es wahrscheinlich mal anders. Oh, den Tobi. Tobi, weiß nicht, ob der da ein Ding 600er gehabt hat. Ich weiß nicht genau, was für uns das Daten hängt ist. Also das mit dem 700er Fend und dem 600er Gewicht habe ich die Sahmaschinen bergauf, da habe ich keine Ahnung, 70% Schlupf gehabt. Ist dann erst besser geworden wie das, was 1500er glaube ich, haben wir noch am Hof stehen, oder? Ja, mal schon. Das ich gehängt habe. Ich finde es schade, dass die Farbe nicht im die MB-Tragfarbe nicht im Selektor gibt. Das Nächste, was noch hier kommt, ist die Glasfarbe. Darum nehme ich eigentlich immer schwarze dann.